Kinder leben in ihrer eigenen Welt, nicht nur, wenn sie ganz klein sind. Wir haben uns gedacht, wir leisten einen Beitrag dazu und bauen für sie heute einen Kinderhocker. Der ist leicht nachzubauen, auch sehr günstig im Einkauf. Als Werkzeuge brauchen wir dafür die Stichsäge, unsere Bohrmaschine und den Akkuschrauber. Als Material nehmen wir 19 mm MDF. Die einzelnen Teile dafür haben wir uns im Baumarkt zuschneiden lassen. Unsere Hockerbeine bestehen aus zwei Teilen. Ein schmales und ein breites. Die beiden müssen zusammengebracht werden. Dafür ist es ganz wichtig, dass in der kurzen Seite vorgebohrt wird. Und zwar wieder 1 mm kleiner, als die Schrauben eigentlich dick sind. Ja? Um jetzt die richtigen Löcher in der langen Seite zu finden, machen wir es ganz einfach. Nehmen wir einen Bleistift, nehmen die Hälfte der Materialstärke, setzen den Finger an das Holz an und das Ganze übertragen wir einfach auf die Seite, ziehen einen schönen langen Strich und haben somit genau die Mitte, wo die Schrauben hin sollen. Ganz wichtig auch, die Schrauben wieder versenken, schöne Senkkopfschrauben verwenden, das Ganze zusammenbringen, so wie das Tim hier gerade neben mir macht. Und dann haben wir 4 wunderbare Tischbeine. Um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen, denn Kinder springen ja auch mal ganz gerne auf ihren Möbeln rum, verwenden wir diese Unterbauplatte und diese Schraubleisten. Um die werde ich mich jetzt gerade schon mal kümmern hier. Genau, das macht Tim gerade. Und wie wir die beiden zusammenbringen, das sehen wir hier rechts. Die vorgebohrten Schraubleisten werden zuerst an die Unterbauplatte angebracht. Und dann im nächsten Arbeitsschritt werden die Hockerbeine von außen an die ganze Konstruktion angebracht. Das gibt dem Ganzen eine richtig schöne Stabilität und die Kinder können ordentlich darauf rumspringen. Als kleinen Tipp, diese Bohrlöcher sind kreuzweise verschraubt. Bitte achten Sie nur darauf, dass die Bohrlöcher sich nicht gegenseitig berühren. Um die Sitzplatte zu befestigen, haben wir hier Vorbohrungen gemacht. Vorsichtig bei MDF, nicht zu feste drücken beim Absenken. Wir drehen das Ganze um, setzen das Bein unter die Unterbauplatte, genau falsch rum, und befestigen dann die Sitzfläche auf der gesamten Konstruktion. Wir haben ja vorhin gesagt, wir bauen einen Kinderhocker und der soll natürlich ein bisschen besonders sein. Deswegen gibt es für die Seitenteile in der Bauanleitung eine Schablone zum Herunterladen. Da ist ein kleines Vögelchen drauf abgebildet. Auf jeden Fall wird dieses Vögelchen aus MDF ausgesägt und zwar mit der Stichsäge. Wir benutzen dazu ein Kurvensägeblatt. Das hat den Vorteil gegenüber anderen Sägeblättern, dass es schmaler ist, nicht ganz so dick und etwas weicher. Es gibt leichter nach, man kann also bessere Kurven damit aussägen. Wenn das Ganze ausgesägt ist, wird das mit 4 Schrauben einfach an der Seite des Hockers befestigt. Was die Bemalung des Vögelchens anbelangt, können Sie sich entweder an die Schablone halten oder Sie lassen Ihre Kreativität einfach freien Lauf. Und nicht vergessen, eine kleine Faser in die Kanten, damit die nachher nicht so scharf sind. So, damit wir die Schraube nachher schön plan lackieren können, habe ich jetzt hier 2% Härte in unsere Spachtelmasse getan, das Ganze ein bisschen vermischt. Und sobald es trocken ist, schleifen wir das plan. Dann kann man das nachher wunderbar schön lackieren. MDF ist vor allen Dingen an den Kanten ein sehr saugfähiges Material. Deswegen sollten Sie, bevor Sie es lackieren, auf jeden Fall Füller auftragen. Füller ist ein 2-Komponenten-Lack, der genauso wie Lack auf die Oberfläche aufgetragen wird und diese dann absperrt, sodass der Lack nicht mehr in die Oberfläche einziehen kann. Wenn Ihnen das Ganze zu kompliziert ist, können Sie auch MDF mit Grundierfolie sich besorgen. Das gibt es im Baumarkt oder bei Ihrem Tischler um die Ecke. Wir haben uns als Grundfarbe für unseren Kinderhocker dieses wunderbare Pink ausgesucht. Du hast dir das ausgesucht. Ich habe das ausgesucht. Und das werden wir jetzt einfach schön in gleichmäßigen Bahnen, wird das Tim auf unsere vorgerundete Platte auftragen. Ich fange jetzt mal an zu sprühen. Am besten in parallelen, gleich verlaufenden Bahnen in dünnen Schichten. So, der Hocker ist fertig montiert und lackiert. Wir haben das Ganze mit einer Sprühdose gemacht. Man kann es natürlich auch mit einer Sprühpistole machen, ist ein bisschen aufwendiger. Das ist aber auch Geschmackssache. Ist auch Geschmackssache, auf jeden Fall. Und ganz wichtig, nehmen Sie Teile auseinander, bevor Sie lackieren. Das macht es wesentlich einfacher. Und für manche Sachen können Sie auch Schablonen verwenden, damit die Farbe nicht verläuft. Wir haben dem Ganzen jetzt noch eine kleine Krone, eine goldene, hier oben aufgesetzt. Ansonsten finde ich, ist ein wunderbarer Hocker geworden. Passend für Mädchen und Junge. Und ich glaube, da haben die Kinder eine Menge Spaß mit, oder Tim? Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Und Sie hoffentlich auch.